Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Kenne dein Ziel, nimm dein Ruder und tu volle Kanne das Ziel verfolgen und du wirst am Ziel ankommen und du wirst dort siegreich ankommen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte es heute überschreiben: Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Als ich diesen Satz auf dem Segeltörn gehört habe, war das für mich eine ganze Predigt und die hört er jetzt. Wir sind doch manchmal so drauf, oder nicht nur manchmal, manchmal immer, so drauf, dass wir sagen, oh Gott, du machst alles recht und dann kommen die Stürme, kommen die Wellen und wir werden hin und her geweht und der eine sagt, geh dahin, der andere geht dorthin, mach dieses, mach jenes, dann kommt der Wind, dann gehst du wieder ein Stück zurück und dann bläst so rum, dann bläst so rum, dann kommt eine Welle und dann geht's dahin und du sagst, Gott, du machst alles recht und es wird gut, Hauptsache, ich bin irgendwann mal bei dir. Und das ist falsch. Ihr Lieben, das ist falsch. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Und jetzt möchte ich euch erzählen aus dem Segeltörn, was ich erlebt habe. Ich habe mein Leben lang mich schon gefreut, einmal auf so einem Boot zu sein. Und dann, was das Schöne war, wir waren 10 Männer, 9 Männer und ein Skipper, aber der war auch ein Mann natürlich. Ja, waren wir auf dem Boot. Und als wir dann losgefahren sind, hat der Skipper geschaut, dass wir gut aus dem Hafen rauskommen, weil er hatte ja die ganzen Lizenzen und auch das Können. Und das ist gar nicht so einfach, mit so einem großen Kahn da rauszufahren. Und wie im normalen Straßenverkehr, da gibt es auch Leute, die können es nicht. Und da musst du aufpassen, dass die nicht in dich reinfahren. Wenn die dich in dich reinfahren, ist nicht ein Blechschaden, sondern du gehst unter. Das ist ein bisschen anders wie im Straßenverkehr, weil da ist es wesentlich gefährlicher. Ja, und dann irgendwann auf der See draußen sagte der Skipper zu mir, Daniel, möchtest du mal an Steuer? Und ihr Lieben, ihr könnt es euch vorstellen, mehr als die Eisenbahn zu Weihnachten war das für mich. Es war für mich das Steuerrad, es war ein Stückchen größer, an der Steuerrad zu stehen, das ganze Schiff vor mir, die Männer, die da saßen oder in der Sonne lagen und das Meer und dann das Steuerrad. Und je nachdem, wohin ich gesteuert habe, ist auch das Boot. Und du hast zum ersten Mal ein Gefühl bekommen, dass du, wenn du so machst, manchmal noch gar nichts tut, dann machst du so, aber dann geht es trotzdem noch. Also es hat Verzögerung, das Ganze. Und dann sagt er, jetzt gut, mach das so. Und du musst immer schauen, alles ganz ruhig. Ich habe von einem gehört, der zuvor auf dem Turn war, der fährt ein schnelles Auto, der hat so das Ruder rumgerissen, dass sie eine 360-Grad-Drehung gemacht haben im Boot. Also spricht auch fürs Leben, das sollte man nicht tun. Ja, und dann habe ich begriffen, dass das Ruder eigentlich das ganze Boot mit den ganzen Leuten und dass man da vorwärts kommt. Und es war so schön. Und dann habe ich mich da ein Stück gewöhnt an die ganze Sache und auf einmal macht's flupp und wir standen schier. Und sagt, das siehst du, Daniel, du musst auch auf den Wind achten. Also Ruder und Wind, weil wenn der Wind nicht richtig in die Segel kommt, dann kannst du rudern, wie du willst, du stehst. Also, wisst ihr, wenn man rudert durchs Leben, ist das so schön, dann guckt man da und guckt dort und auf einmal
in Sekundenschnelle bist du auf einem anderen Kurs. Ja, und dann sagt er, schau da, und da gibt es so Instrumente, schau da hoch. Da ist ein Instrument, das muss immer zwischen den zwei Zeigern sein und dann hast du richtig Wind. Und dann hast du so geschaut und wieder auf den Zeiger geschaut und so. Und dann sagte er, okay, jetzt muss ich dir aber eins sagen, jetzt weißt du, wie es geht. Jetzt müssen wir ins Ziel kommen. Schau mal da drüben ist so ein Tal, der Strand ist da vorne, weiß, siehst du das? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, dort fährst du jetzt hin. Okay, du musst jetzt eins bedenken, du musst richtig rudern, richtig den Kurs, dass wir dort ankommen, aber es geht nur mit dem richtigen Wind und der kommt nicht immer aus der richtigen Richtung. Kennt ihr das vom Leben? Der Wind kommt manchmal aus der falschen Richtung. Und das heißt, dass man manchmal das Ziel erstmal verfolgen muss und dann den Wind nutzen muss, auf halber Strecke wieder so rumzufahren, dass man genau dorthin kommt. Und ich war so konzentriert und am Anfang, dann hat einer gesagt, ich mache mal ein Foto von dir. Dann sage ich, ja, mach, ich muss schauen. Und so konzentriert, du bist laufend am Korrigieren und laufend am Schauen, dass alles zusammenpasst, dass man mit dem Wind klarkommt und dass man trotzdem das Ziel erreicht. Und die ganze Crew war auf dem Deck und wenn irgendeiner vom Kurs abkam, dann hat schon einer gesagt, pass mal auf, du musst wieder, da heißt es Lou von Lev, also die Segelsprache, gibt es ja verschiedene Wörter, du musst wieder links und rechts, du musst wieder dahin und da haben andere aufgepasst. Und ihr Lieben, und was toll war, da ich das erste Mal an so einem Kahn, dass ich zum ersten Mal sowas bedient habe, so ein Schiff, dann kam der Skipper und stand neben mich und sagt, Daniel, dort. Und Daniel, dort. Und jetzt macht das so. Und ihr Lieben, das ist für mich ein Bild, was ich schon mal gesehen habe. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, ein Gemälde, wo der Mensch am Steuerrad ist und Gott ist hinten und hält seine Hände auf die Schultern und sagt, da geht's lang. Und wisst ihr, was wir immer meinen? Dass Gott, da, nimm, bedien dich nur, mach mein Leben. Nee, er sagt, geh du ans Steuer und ich zeig dir, wie es geht. Versteht ihr? Das ist ein großer Unterschied. Er tut dann, der Heilige Geist leitet uns, er tut dann die Hände auf unsere Schulter legen und sagt, guck mal da und jetzt mach das. Pass auf, da kommt was. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Wisst ihr, was ich gemacht habe, als wir losgefahren sind? Und ich ruder. Ich wollte mal Motorbootführerschein machen, habe es dann aber nicht fertig gemacht. Und ja, was ich gemacht habe, wie im Motorboot oder wie im Auto, wir fahren geradeaus. Und geradeaus auf dem Meer ist nicht geradeaus. Du fährst geradeaus und es macht Bogen oder eine Welle, tu dich auf eine andere Seite und du fährst nur geradeaus. Und so sind manche Christen unterwegs, sie fahren nur geradeaus. Ich habe mich bekehrt, ich will zu Jesus, ich will in die Ewigkeit, immer geradeaus, merken aber nicht, dass sie in die Richtung fahren, geradeaus und nicht mehr wirklich dem Ziel entgegen. Und das ist das Wichtige, du kannst kein Ziel erreichen, das du nicht kennst, stimmt's? Wenn ihr heute Morgen aufgestanden wärt und hättet gesagt, ich fahre heute Morgen zu einem Gottesdienst. Oh, die gibt es Hunderttausende in Deutschland heute. Ich fahre los, dann werdet ihr raus, zur Garage raus, soll ich links, rechts, ich weiß nicht, Herr, mach du. Nein, wir müssen das Ziel kennen. Du musst dein Ziel kennen für dein Leben, nicht nur die Ewigkeit, sondern auch für dein Leben. Du hast auch ein Ziel gehabt für deinen Beruf. Du musst dein Ziel kennen für dein Leben. Denn ohne Ziel kannst du auch kein Ziel erreichen. Und ihr Lieben, wie schon sagt, ein Steuermann, der hat das Ruder. Und du kannst nur steuern, wenn du auch das Ruder in der Hand hast. Du kannst sagen, ja, mach doch. Und manche haben ihr Leben und sie lassen es einfach so laufen. Und aber zwei Dinge sind sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir das Ruder in der Hand haben,
fest in der Hand haben und das Ziel vor Augen. Und das, sage ich dir, dann ist dein christliches Leben ein Leben, das zum Ziel führt. Und führt dich nicht in so manche Trübsal rein, in so manche Dinge. Schon mal in schlechte Wetter, schon mal in den Sturm. Wisst ihr, da muss man dann schon mal sagen, oh, ist das wüstes Wetter. Und ah. Aber du brauchst das Ruder in der Hand und das Ziel vor Augen. Und was machen wir gerne, wenn es stürmt, wenn Wellen toben, wenn irgendwie das so heftig ist in unserem Leben? Lassen wir einfach sein und sagen, wir füllen eine Gebetskarte aus, Daniels oder Isolde soll dafür beten. Das dürft ihr tun, aber behaltet das Ruder. Behaltet das Ruder. Und ich habe erlebt, als ich da gefahren bin, wenn die Wellen hoch waren, dann sind die Wellen hoch und das Schiff hat es so abgesetzt. Dann bist du wieder dabei, so rüber. Dann geht es hoch und dann geht es so rüber. Wenn es stürmisch ist, hast du nur zu korrigieren. Und das ist wichtig, dass wir korrigieren, sonst sind wir sofort auf einer falschen Fahrtweise und sagen, Herr, ich habe doch gebetet, Herr, ich bin doch dein Kind. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir das sehen. Und ihr Lieben, wenn wir nichts machen, ein Schiff, das habt ihr schon gesehen nach Unwetter, Schiffe, die irgendwo sich losreißen, wenn Unwetter ist, die liegen alle auf dem Strand oder auf einer Sandbank, alle auf einem Haufen zwischen Müll. Der Wind und die Wellen treiben dich in irgendeine Ecke rein und wenn du nichts tust, liegst du in der Ecke mit lauter solchen, die sich haben treiben lassen. Und die jammern zusammen. Ist dir auch so schlecht? Mir ist noch viel schlechter. Ist dein Mast kaputt? Nee, bei mir ist noch das und jenes kaputt. Und wie ist dir ergangen? Ach ja, guck mal, ich liege total im Dreck, mittendrin im Dreck. Und, aber guck mal, der liegt auch im Dreck und der liegt im Dreck und der. Das muss nicht sein. Ich sage dir, es ist schwierig im Sturm den Kurs zu halten, aber die Alternative ist, dass es dich abtreibt in eine Ecke rein und du dort vielleicht sogar Kratzer bekommst oder quasi auch kaputt gehst. So wie manche sagen, oh, ich bin so kaputt. Ich meine jetzt nicht vom Schaffen, sagt eine oder andere, jetzt habe ich die Lösung. Ja, sondern so kaputt. Ja, das Ruder geht aber nur, also das Ruder kennt ihr ja, das ist ja so ein Brett im Boden. Und ihr Lieben, wenn das Ruder keinen Tiefgang hat, das heißt unser Leben, kann ich auch nichts lenken. Unser Schiff wurde danach, nach einem Turn aus dem Wasser genommen, weil das war ja gemietet und da wird geprüft, ob das Ruder noch ganz ist, weil ja, das kann man beschädigen, wenn man zu niederem Wasser ist, das ist ja auch eine Botschaft. Da kann man das Ruder kaputt machen, wenn man so im lauen Wasser ist. Aber gut, das ist jetzt nicht der Kernpunkt. Und ihr Lieben, dann war das ganze Boot war hochgehoben über das Meer mit so einem Kran und das Ruder war außen. Da hätte ich auf das Boot hochgehen können und brumm, brumm machen, es hätte nichts gewirkt. Glaubt ihr das? Ich habe vor mir das Meer gesehen, aber ich war einen Meter über Wasser und du kannst tun, was du willst, das Ruder nimmt keine, oder bewirkt keine Richtungsänderung. Und ihr Lieben, das ist der nächste Punkt, dritte Punkt, Tiefgang. Dass wir Tiefgang brauchen, dass wir gegründet sein müssen im Evangelium, dann erst können wir steuern. Und in der Luft kannst du nicht steuern. Manche sind so schnell, ja, oh, alles gut und mit meinem Herrn und dann so und dann so und es bewegt sich nichts. Es bewegt sich nur was, wenn du das Ruder betätigst und du einen Tiefgang hast. Der Skipper hat auch noch erklärt, was das Radar, der Masten hat ein Radarreflektor. Und der Radarreflektor ist dafür da, dass man, dass die Radargeräte das Schiff sehen. Dann sagt er zu uns, das Schiff könnte kein Radar erfassen, weil das Verhältnis zum Meer ist wie eine Stecknadelspitze. Und drum ist das Radar am Masten, dass man vom Radar erfasst wird. Und ihr Lieben, das war für mich auch so ein Bild, das Verhältnis. Das Schiff
mit dem Ruder, wo ich mein Leben lenke, im Verhältnis zum großen Meer, ist so klein, aber ich kann mein Leben lenken mit dem Ruder. Ich kann das Ziel erreichen, an das ich möchte. Und das Verhältnis, das Lebensmeer, ach, die Welt ist so groß, Gott im Universum und so weiter. Ich sag dir, der Radarreflektor, den hat Gott auch, erkennt dich mit Namen. So wie jedes Schiff einen eigenen Namen hat, ein Unikat. Man weiß, das Schiff heißt so und so und hat diese und diese Nummer und kann es identifizieren. So kennt Gott deinen Namen und weiß, wo du gerade unterwegs bist. Und das ist so wunderbar. Ja, und ihr Lieben, das Ruder hat in unserem Leben ein Bild. Wisst ihr welches? Und zwar unsere Zunge. Und die Bibel sagt das auch. Unsere Zunge ist das Ruder unseres Lebens. Sie ist so klein, sie hat so viel Macht. Und ihr Lieben, sie hat so viel Macht, sie hat mehr Macht, die Zunge, als unser ganzer Körper. So viel Macht hat die Zunge und sie ist das Ruder. Und ohne Zunge können wir nicht sprechen. Wir können auch ohne Zunge keine Worte formulieren. Und die Zunge ist dazu da, dein Leben zu formulieren. Die Zunge ist dazu da, dein Leben auf Kurs zu halten. Und was für Quatsch reden wir oft mit unserer Zunge. Und ihr Lieben, das geht dann, wenn wir Quatsch reden, verlieren wir den Kurs. Ja, ihr Lieben, ohne Zunge. Und ich sage dir, formuliere dein Leben. Das heißt, nimm die Zunge, nimm das Ruder in die Hand. Das heißt, nimm deine Zunge in die Hand und mit deiner Zunge ruderst du ans Ziel. Und das war mir ein Bild und ich glaube, ich höre jetzt so langsam in euch das Klicken, wow. Ich höre das Klicken, wie ihr sagt, wow, ich verstehe so langsam, was das bedeutet. Jedes gesprochene Wort existiert und es hat Macht. Du kannst mit deinen Worten erbauen oder runterdrücken. Du kannst motivieren oder demotivieren. Du kannst Leben oder Tod aussprechen. Wir sehen es täglich in den Kriegen und in der Politik, wie da über Leben und Tod Worte aussprechen. Deine Worte, deine Zunge ist das Ruder deines Lebens. Ob im Positiven oder im Negativen, wir wissen es, in der geistlichen Welt ist jedes Wort existent. Es ist da, und es wirkt vielleicht nicht gleich, aber es kommt zur Wirkung. Und so wie man bei einem Segelboot, ihr Lieben, das Ruder betätigt, es hat so eine Zeitverzögerung. Manchmal machst du es so und es hat sich noch gar nichts getan und auf einmal merkst du, das Boot kommt, dann musst du aber wieder ein Stück gegensteuern. Ja, so ist es auch im Leben, ihr Lieben, dass wir wirklich nicht leichtfertig reden. Und wenn du leichtfertig geredet hast, breche die Macht deiner blöden Worte. Denn sie werden in Erfüllung gehen. Wenn du über deine Krankheit geredet hast, wenn du über Menschen geredet hast, ich sage dir, breche die Macht der negativen Worte über dein Leben. In Jakobus 3, Vers 2 bis 5 steht, denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Seht ihr? Und selbst, Vers 4 weiter, und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will, heißt es hier. Genauso ist es mit unserer Zunge, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Und ein kleines Feuer setzt einen ganzen Wald in Brand. Wir haben hier gesehen, die Zunge heißt es, die lenkt, also der Steuermann lenkt, wohin er will. Und es ist hier ein Bezug auf die Zunge. Dein Reden bestimmt, wohin du willst oder wohin du kommst.
Deine Zunge ist das Ruder, wo du wirklich den Kurs bestimmst. Den Kurs ins Verderben, den Kurs in die Ecke, wo es alles hingespült hat. Und da kannst du noch so komfortabel sein oder können noch die größten Schiffe sein. Ihr wisst auch, dass es das Gefährlichste ist eines riesen Kreuzfahrtschiffes, wenn das Ruder ausfällt. Die können nichts mehr machen. Da gibt es noch die Strahlruder und alles Mögliche. Aber wenn die Rudergeräte ausfallen, ist das wie ein Eimer auf dem Wasser. Es wird hin und her und selbst so ein Riesenschiff, das mit einem kleinen Ruder ans Ziel gelenkt werden kann, ist hilflos, wenn das Ruder nicht funktioniert. Ihr wisst ganz genau, vor etlichen Jahren war ja vor der italienischen Küste ein riesen Kreuzfahrtschiff auf den Felsen gelaufen, weil das Ruder falsch bedient wurde. Und ich sag dir, pass auf, unter dem Wasser hat's Felsen. Es hat Felsen und wenn du sagst, ist ja alles gut, ich sehe nichts, ich sage dir, in der geistlichen Welt, da gibt es Hindernisse, die du vielleicht nicht siehst, wenn du nicht im Glauben unterwegs bist. Du siehst das nicht, das sind Felsen, die dir den Boden aufreißen und dann beginnst du zu sinken und dann, ich habe doch, Herr, warum? Ich sage dir, in der geistlichen Welt, da ist es wunderbar, wenn wir sehen, darum haben wir auch gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, damit ich sehen kann, auch in der geistlichen Welt. Und das ist so wichtig für uns. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Und das möchte ich dir heute mit nach Hause geben, weil wir immer meinen, das will Gott so. Und dann will er halt nicht, dass ich das mache. Und dann will er halt nicht, dass ich jenes mache. Und wenn er mir es nicht gelingen lässt, dann ist das auch eine Antwort für mich. Das ist alles Quatsch. Kenne dein Ziel, nimm dein Ruder und tu volle Kanne das Ziel verfolgen. Und wie ich schon sagte, manchmal muss man das Ziel im Kreuzen, heißt es in der Segelsprache, erreichen, mal hin, mal her, aber habe das Ziel vor Augen. Hätte ich das Ziel nicht vor Augen gehabt, ich wäre noch irgendwo auf dem Meer, auf dem Boot, wird mir jetzt zwar auch gefallen, aber ich hätte nie den Hafen erreicht. Und den Hafen zu erreichen war schwierig. Es war gegen den Wind. Und wir haben wirklich den Wind genutzt im Kreuzen. Ihr Lieben, wir haben das Kreuz. Und ich sage dir, durch das Kreuz, mit deiner Zunge zusammen, danke, Herr, dass du den Sieg erreicht hast. Und ich danke dir, dass ich das Ziel erreichen werde. Und dann machst du eine Wende und dann sagst du, danke, Herr, da vorne liegt das Ziel und du kommst Stück für Stück dem Ziel entgegen. Ich habe einen Spruch gehört, der eigentlich das Ganze zusammenfasst. Gott schenkt Wind und Wellen, Segel und Ruder unser sind. Segel und Ruder. Und ihr Lieben, der Wind, das ist unser Problem. Der Wind, aber nutze den Wind zum Vorwärtskommen. Nutze den Wind und dein Ruder, nutze den Wind. Und wisst ihr, den Wind nutzen geht in etwas so, danke Herr, dass du jetzt in meiner blöden Situation mit mir bist, aber ich danke dir dafür, dass ich ans Ziel kommen werde. Herr, ich danke dir dafür, du hast eine Verheißung gegeben, ich kann auf Schlangen und Skorpione treten und ich möchte jetzt gegen den Wind angehen und ich werde mit dir siegen. Und das ist das Ruder richtig eingesetzt im Sturm. Ihr Lieben, so soll es auch in deinem Leben sein. Du kannst jedes Ziel erreichen, das du möchtest. Und ich sage dir, pass auf die Felsen auf. Und ganz, ganz wichtig, nimm das Ruder deines Lebens in die Hand und kenne dein Ziel. Nimm das Ruder deines Lebens in die Hand und kenne dein Ziel. Ich sage dir, wenn du Fahrt aufnimmst, wenn du wirklich Richtung Ziel,
Hab das Ziel vor Augen und richtig vor Augen. Ich habe mal angefangen mit Crewkollegen zu sprechen, über alles Mögliche haben wir geredet. Sage ich, ja, das ist jenes, bis auf einmal das Keeper schreit, schau mal deinen Kurs, ja, dort wollte ich hin, dann wisst ihr. Dann geht's rum und dann musst du wieder auf den Wind gucken und dann, oh, und dann blamierst dich und oh. Ja, ich sag dir, halte das Ruder in die Hand deines Lebens und kenne das Ziel und du wirst am Ziel ankommen und du wirst dort siegreich ankommen. Und ich sage dir, es macht Freude, in den Hafen deines Zieles einzulaufen, weil du hast dann deinen Siegespreis auf dieser Erde gewonnen. Und den gibt es für jeden. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.